Das hier ist das echte Hogwarts und der Ort, an dem die Harry Potter Filme gedreht worden sind. Aber bevor wir da hinkommen, zeige ich euch erstmal einige der coolsten und verrücktesten Harry Potter Produkte, die ich über die Jahre gesammelt habe. Starten wir mal rein mit diesem Buch hier und das ist auch tatsächlich das neueste, was ich von Harry Potter habe. Und zwar ist es die Harry Potter Gesamtausgabe. Und das Krasse ist, dass hier eben, wie schon im Namen steckt, jedes Harry Potter Buch vom Stein der Weisen bis hin zu den Heiligtümern des Todes alles hier drin ist. Und es ist total krass, wie wunderschön die einfach aussieht. Man spürt richtig, wie diese ganzen Buchstaben hier rausstehen und auch hier unten Hogwarts und der Rest vom Buch fühlt sich so richtig so samtig an. Wenn man hier mal reinschaut, siehst du hier erstmal diese ganzen Symbole. Das Buch hat 3401 Seite. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden, der Harry Potter Fan ist und gerne alle Harry Potter Bücher zu Hause hätte. Von der Harry Potter Gesamtausgabe gehen wir rüber zu den Harry Potter Zauberstäben. Starten wir passend zu Halloween mit dem gruseligsten von Lord Voldemort. Und ich glaube, das ist der von der Noble Collection. Das ist, glaube ich, mein Lieblingszauberstab, weil er einfach so cool ist. Der sieht so anders aus. Außerdem habe ich noch den von Hermine, der diese wunderschönen Verzierungen von Ästen und Blättern um den Zauberstab hat. Aber der krasseste ist auf jeden Fall dieser Zauberstab. Dieser Zauberstab sieht zwar aus wie die anderen, aber er hat einen Knopf, den kann man aufladen und er kann wirklich Feuer schießen. Ja, ich habe da mal ein ganzes Video drüber gemacht. Wenn du Bock hast, dieses ganze Video anzuschauen, check mal hier oben ab. Da siehst du, wie ich mich 5 Minuten wie ein kleines Kind über diesen Zauberstab freue. Wir zünden eine Kerze an. Wir versuchen sogar einen Ballon platzen zu lassen. Ob das funktioniert, das siehst du auf jeden Fall in dem Video. Der ist allerdings nicht aus Holz, sondern aus Plastik. Wenn wir schon von Holz sprechen, ich habe hier einen Brief aus Hogwarts mit einer kleinen Nachricht drin, die ich euch mal vorlesen möchte. Lieber Alex, finde die Schmuckstücke, die wir für dich an einigen berühmten Sehenswürdigkeiten auf der Welt verteilt haben. Finde alle 4 Schmuckstücke, um die Aufgabe zu bestehen. Falls du einen kleinen Tipp brauchst, wo du anfangen sollst, hier ist ein kleines Rätsel für dich. Deine Zauberei brachte dich um die ganze Welt. Doch die Göttin der Kunst braucht weder Tricks noch Geld. Viel Glück, dein Holzkernteam. Wollen wir mal los, ne? Dann mal gleich wieder da. Okay, ab nach Griechenland. Ich bin ja nicht von gestern. Nach kurzem Recherchieren war klar, ich muss auf die Akropolis. Und da kann man natürlich nur zu Fuß hoch. Ist ja klar. Na, klasse. Gut, ich habe alles abgesucht und irgendwann habe ich auch was gefunden. Und zwar das hier. Nicht das, die Kette. Die Kette von Holzkern. Vor Ort habe ich auch erfahren, wo ich als nächstes hin muss. Nach Rom. Zum Kolosseum. Direkt am Kolosseum habe ich dann diese beiden schicken Ringe hier gefunden. Und schau mal, was man damit Cooles machen kann. Ja, top. Das sind doch schon alle 4 Sachen. Tja, war jetzt aber auch höchste Zeit. Also würde ich mal sagen, ab nach Hause. Ja, Freunde, wenn ihr auch so coole Sachen von Holzkern haben wollt, dann checkt auf jeden Fall mal den ersten Link in der Beschreibung. Da kommt ihr auf jeden Fall direkt auf den Shop von Holzkern. Und mit dem Code ALEX15 kriegt ihr auch noch 15% Rabatt auf die komplette Bestellung. Also von daher, alle, die jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk suchen oder denken, also ich habe schon lange mir nichts mehr selber Gutes getan, checkt doch mal den Link von Holzkern ab und geht mal ordentlich shoppen. Vielen Dank an Holzkern, der Sponsor der heutigen Folge. Und wir schauen uns weiter die Harry Potter Sachen an. Natürlich für mich als Zauber ganz klar ist diese Harry Potter Kartenspiele. Nicht diese Harry Potter Kartenspiele. Das sind die Spielkarten von Theory 11 und die Liebe zum Detail ist unfassbar. Und das gibt's natürlich von jedem Haus. Hier haben wir einmal Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor. Für jeden ist auf jeden Fall das richtige Haus dabei. In welchem Haus wärst du gelandet? Machen wir uns nichts vor, wir alle wären wahrscheinlich in Hufflepuff oder sowas gelandet. Irgend so im Haus, was gar keinen juckt. Aber ich wollte immer nach Slytherin. Das sind die Karten von vorne. Hier siehst du sogar Hagrid. Das hier ist das Peak Ass. Guck mal, wie krass dieses Peak Ass aussieht. Draco, Dumbledore. Auf jeden Fall große Empfehlung. Checkt das mal aus. Ich packe euch einfach mal alle Links zu all den Sachen in die Beschreibung rein. Also falls ihr hier irgendwas cool findet, dann checkt auf jeden Fall mal die Beschreibung aus. Die Harry Potter Saison ist da. Weiter geht's mit diesen kleinen Figuren. Und ich habe nicht nur diesen kleinen super süßen Dumbledore. Nein, ich habe da ganz viele davon. Die gab es beim Kinderüberraschungsei und ich habe ordentlich zugelangt. Das sind alle meine Funkos, die ich auf jeden Fall habe. Bevor wir jetzt gleich ab nach London fliegen und zu den Harry Potter Studios gehen, hier nochmal mein absolutes Lieblingsspielzeug von Harry Potter. Und zwar ist es dieses Teil. Ihr seht, wenn ihr mir jetzt schon länger folgt oder die ganzen Shorts angeguckt habt, dass einmal die Woche ein Video hier mitkommt. Und zwar ist das ein Spielzeug, das jeden Harry Potter Charakter erraten kann, an den wir denken. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal Professor Dumbledore und schauen mal, ob es das Ding hier rausfinden kann. Oh ja. Also theoretisch ist es ja der mächtigste Zauberer, der in Hogwarts oder in der magischen Welt rumläuft. Wovon man nicht viel merkt, wenn man so die Storys liest oder halt die Filme guckt, weil er eigentlich nur am Chillen ist. Aber er ist krass. Ist deine Figur eine magische Kreatur? Nein, ist ein Zauberer. War deine Figur jemals in der Kammer des Schreckens? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Hat deine Figur lange Haare? Ja. Ich glaube, ich hab's gleich. Aber ist deine Figur unsterblich? Ist meine Figur unsterblich? Nein, sie ist gestorben. Spoiler. Gut, es scheint, als denkst du an Albus Dumbledore. Wow, ja, krass, wie kam man denn jetzt da drauf? Aber ja, jetzt kommt noch so ein unnötiger Fact. Wusstest du schon, dass Albus Dumbledore fast 50 Jahre lang der Gebieter des Elderstabs war? Toll, du gewinnst die Bronze
Ja, danke schön. Das war Dumbledore. Wen soll man als nächstes probieren? Schreib's in die Kommentare. Ja, also das ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsspielzeuge. Kennt ihr noch Akinator? Wenn ja, schreibt's mir in die Kommentare oder lasst dem Video mal ein Like da. Das habe ich früher total oft gespielt. Und ja, man findet auch mich bei Akinator. Du musst nur lang genug suchen. Und es ist quasi einfach eine Spielzeugversion vom Akinator. Das waren einige meiner absoluten Lieblingsgegenstände und Spielzeuge, die ich so über die Zeit gesammelt habe von Harry Potter. Jetzt ist aber Zeit, nach London zu gehen. Und ich zeige euch die Top 5 der verrücktesten Sachen, die ich gefunden habe. Ab auf die Besen und Abfahrt nach London. Angekommen läuft man durch diese coole Zauberstaballee, bevor es dann reingeht. In der Halle wird man dann von diesem riesigen Drachen begrüßt, der einfach unter der Decke hängt. Aber das ist nichts dagegen, was am Ende auf uns wartet. Nach einem Weg vorbei an Harrys altem Zimmer geht es weiter in den Hogwarts Express und schließlich in die große Halle. Es ist krass, hier durchzulaufen, weil ich fühle mich, als ob ich hier jeden Stein kenne. Im nächsten Raum wird es aber noch viel verrückter. Hunderte, wenn nicht sogar tausende Requisiten und Kulissen aus den Filmen stehen Seite an Seite hier rum. Jetzt geht's aber erstmal raus zum fahrenden Ritter. Und bevor ihr drückt drauf, Ernie, sagen könnt, kommen wir schon zum Haus der Dursleys. Hier seht ihr das legendäre Wohnzimmer und den Moment, wo Harry versehentlich einen menschlichen Ballon gezaubert hat. Im nächsten Raum wartet auch schon Dobby, der versucht, Harry davon abzubringen, nach Hogwarts zu fahren. Der Rundgang führt uns weiter durchs Gewächshaus, wo ihr an echten Alraunen ziehen könnt, die euch dann erstmal anschreien. Aber keine Sorge, keiner ist umgefallen. Ich glaube, mein persönliches Highlight war auf jeden Fall Gringotts. Alles sah genau aus wie im Film. Sogar die Kobolde sahen so echt aus, dass es schon fast gruselig war. Aber speaking of gruselig, der schlimmste Ort war auf jeden Fall der verbotene Wald, wo einfach diese gigantischen Spinnen von der Decke kommen. Oder einfach hier rumstehen. Ekelhaft. Direkt um die Ecke geht's erstmal nochmal Richtung Gringotts, wo dieser Drache auf uns wartet. Und der ist schon wirklich sehr cool animiert. Dahinter können wir auch einen Blick in einige der Verliese werfen und sogar ganz nah an diesen goldenen Pokal. Durch die Winkelgasse vorbei an Fred und Georges Laden steht man dann plötzlich vor diesem gigantischen Modell von Hogwarts. Und ich glaube, ich könnte den ganzen Tag nur hier sitzen und einfach nur auf Hogwarts schauen und mir vorstellen, durch diese Gänge zu laufen. Was ist dein Lieblings-Harry Potter-Gegenstand oder deine Lieblings-Harry Potter-Erinnerung? Schreibt's mal in die Kommentare und lasst uns zusammen in Erinnerung baden. Jetzt kommt aber, glaube ich, eins der krassesten Sachen in diesem Studio. Am Anfang habe ich ja schon über Zauberstäbe gesprochen, aber in diesem Raum ist einfach alles voller Zauberstabverpackung. Egal, wohin du guckst, bis unter die Decke ist alles voll. Schreib mir in die Kommentare, ob du hier einen Namen erkennst. Checkt auf jeden Fall Holzkern, der erste Link in der Beschreibung, aber ein weiterer sehr wichtiger Link in der Beschreibung, und zwar zu meiner neuen WhatsApp-Gruppe. Ja, ich habe eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, wo du auch mitmachen kannst. Du musst einfach auf den Link in der Beschreibung klicken, schon bist du drin, dann auf Abonnieren und du verpasst keine Nachricht mehr von mir. Und dann bist du Teil der besten, der einzigen, der coolsten WhatsApp-Gruppe im ganzen Internet. Wenn ich immer sage WhatsApp-Gruppe, fühle ich mich, als hätte ich gerade einen Aktientrading-Kurs irgendwie angeboten. Wir sind schon ein paar Leute da drin, also von daher kommen wir auf jeden Fall rein, denn da habe ich die ein oder andere Überraschung für euch vorbereitet. Und die richtige Bombe, die platzt auf jeden Fall schon nächste Woche Mittwoch. Wenn du das nicht verpassen willst, dann geh auf jeden Fall in diese WhatsApp-Gruppe, da erfährst du es als erstes und dann erfährst du auch, was es hiermit auf sich hat. Bis dahin, lass dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du neu bist, dann abonniere doch den Kanal. Es hat echt Spaß gemacht, mal wieder so ein langes Video zu machen. Wenn du Bock auf mehr solche langen Videos hast, dann schreib es mal in die Kommentare. Und wir sehen uns in der WhatsApp-Gruppe. Bis dann!